3. Behindis und Nicht-Behindis, ich bin Basti. Endlich Kim Ziblank. Dazu Rolli-Basketballerin Laura Fürst. Und psst, wir machen Witze über Behinderte. Spaß. Und hier sind die Vorzeigevögel von Join. Kim und Kevin. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu Join, dem Jugendmagazin für alle mit oder ohne Behinderung. Oder halt für dich. Ja, und an der Stelle muss ich dir eigentlich schon gleich was gestehen, Kim. Was hast du denn jetzt schon gemacht? Ich bin irgendwie fremdgegangen. Du bist was? Fremdgegangen. Willst du mich jetzt verarschen? Nein, und wie das Ganze gewesen ist und wie es dazu kommen konnte, das siehst du am besten einfach selbst. Ich bin heute in einer echten Sporthalle. Und hier riecht's auch wie Sporthalle. Das ist sie, Laura Fürst. Wegen ihr bin ich hier. Laura trainiert mit ihrem Teamkollegen der Rollstuhlbasketballer München. Zudem spielt sie auch in der deutschen Nationalmannschaft. Sie hat mich heute zu einem Training eingeladen. Und voller Respekt stehe ich nun hier. Meint ihr, ich lasse mich hier beim Basketball von so einem Mädel nass machen, oder was? So schwer kann das ja nicht. Und dann legen Laura und ich los. Trainingsstunde vom Profi. Ich schneide mich an, würde ich sagen. Besser ist es. Hat sich schon mal jemand nicht angeschnallt und ist so locker flockig aus dem Stuhl geflogen? Tatsächlich, also früher hat man sich nicht angeschnallt und dann ist man aus dem Stuhl rausgeflogen. Jetzt fällt man halt mit Stuhl um. Okay. Genau. Was besser ist, weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Jawohl. Jawohl. Und jetzt mal eine Kurve nach rechts. Nach rechts. Das ist das andere, ja, genau. Und weiterfahren. Man schiebt mit der Seite an in die Richtung, wo man nicht fahren will, logischerweise. Okay. Juhu. Auf die Plätze, fertig. Los. Alles geben! Wie fühlst du dich? Hopp. Ball und Stuhl, ja, das ist jetzt. Tatsächlich darfst du den Ball auf den Schoß legen. Und dann wenn du mir wegnehmen willst? Dann kann ich auch drin machen und dann ist er weg. Und wenn er einmal weg ist, dann hinterher. Richtig. Wenn er bei dir auf dem Schoß liegt, darfst du zwei Aktionen machen. Sprich, du darfst ziehen zweimal, ziehen und bremsen oder lenken und danach musst du dribbeln. Ja, dann fahr mal los und dribbeln. Easy. Genau, dribbeln. Wie oft dribbeln? Einmal dribbeln darfst du wieder hinlegen. Jetzt musst du wieder dribbeln. Und jetzt auch noch lenken. Nein! Und jetzt haben wir ja gelernt, dass wir nur eine Aktion machen, zwei Aktionen machen dürfen. Deshalb ist die eigentlich elegantere Lösung, man dribbelt und fährt. Also so mit Multitasking habe ich als Mann ja nicht ganz so viele. Aber es ist reine Übungssache, keine Entschuldigungen hier. Eins, zwei. Und jetzt lenken, weil sonst fahren wir in die Wand. Juhu. Und wieder dribbeln und hinterherfahren. Ja, oh, hinterher. Ja, toll. Das war gewollt. Genau. Wie immer in meinem Leben, alles läuft vor mir weg. Okay. Also wir haben noch nicht auf den Korb geworfen, wollte ich nur noch dazu sagen. Das macht man ja auch während der Fahrt. Man steht ja nicht einfach davor. Das wird schon. Basketball macht Spaß. Ja. Du kannst doch näher hin, näher hin, näher hin. Und jetzt einfach mal aus dem Stand da hochwerfen. Eins, zwei, dribbel, eins und Hilfe. Ha? Da ist noch ein bisschen Übung möglich, aber läuft ja schon ganz gut. Ich muss sagen, es macht wirklich Freude. Schön. Wie hast du denn damals zum Rollstuhlbasketball gefunden? Hast du vorher schon Basketball gespielt, auch so? Und nee, tatsächlich war es, also ich bin auch nicht so groß gewachsen, deshalb war Basketball nicht die Sportart meiner Wahl. Also ich habe Tennis und Volleyball gespielt tatsächlich vor meinem Unfall. Ich hatte 2008 einen Snowmobilunfall. Mhm. Und war dann in der Klinik in Murnau auch. In der Klinik gibt es eine Gruppe, die einmal wöchentlich Rolli-Basketball trainiert. Und sofort beim dritten Mal, wo du da bist, wird gesagt, so stopp, nicht mehr zuschauen, hier mitmachen. Und dann musst du schon gleich und dann wirst du gleich mit reingeworfen. Und das ist halt einfach cool, weil man dann mit total guten Athleten da gleich von Anfang an spielen und trainieren kann und Begeisterung für den Sport gleich mitbekommt, was ich glaube, merkst du auch schon ein bisschen. Ja, man tatsächlich. Man kann es wirklich über. Und also bei mir war das einfach, ich liebe es, wenn ich mich einfach auspowern kann, über nichts nachdenken muss, außer für meine Mannschaft das Beste zu geben und dieses Spiel gewinnen will. Ihre Mannschaft, das sind die Iguanas, wie sich die Rollstuhlbasketballer München nennen. Bei Bundesligaspielen gibt Laura Woche für Woche für ihren Verein Vollgas.
auch wenn das Spiel gegen Wiesbaden knapp verloren geht. Was anderes als Körbewerfen kam für Laura nach ihrem Unfall nie in Frage. Ich habe auch Rollstuhl-Tennis tatsächlich ausprobiert, weil ich ja davor Tennis gespielt habe. Aber das war nicht so deins? Nee, da war der Vergleich scheiße. Wenn man davor gut Tennis spielen kann und dann auf einmal kriegt man gar nichts mehr hin. Du bist ja auch Captain von der Nationalmannschaft. Genau, da sind wir ein Kapitänstrio, was eine total coole Ehre für mich ist. Wie viele Leute spielen denn in der Regel mit? Also ich habe schon mal gehört, es gibt ein Punktesystem. Auf dem Feld ist es tatsächlich so, dürfen 5 Leute stehen. Ja. Und die Punktzahl dieser 5 Leute muss bei Bundesliga 14,5 Punkte sein. International nur 14 Punkte. Wie du das verteilst, musst du rechnen können. Und das rechnet sich dann, wie beweglich ich wahrscheinlich bin. Genau, also du wärst, nachdem du ja ziemlich stabil hier auch reingelaufen bist. Ich wäre ein 4,5er, ne? Genau, du ich wäre ein voller 4,5er. Du hast auch bald wieder ein großes Turnier vor dir, die Weltmeisterschaft. Genau, in Hamburg. Man muss sagen, wir haben seit letztem Jahr ein ziemlich neues und junges Team mit sehr vielen Spielern, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Da zähle ich mich auch ein Stück weit dazu. Nicht so viel Erfahrung haben. Ich habe schon deine Preise mir angeguckt, da hast du schon alles gewonnen. Ja, aber insofern haben wir unsere Ziele, werden wir nach und nach definieren, da haben wir noch keine gesetzt. Dann wünsche ich dir von meiner Seite auch schon mal sehr viel Erfolg und Glück, gehört ja auch mal ein bisschen mit dazu. Ja, danke. Und ja, wer weiß, vielleicht komme ich vorbei und feuer euch an. Sehr cool. Und wenn du Lust hast, würde ich dich einladen, du könntest noch eine kleine Runde bei uns mitzocken. Leute, ich habe Angst. Ja. Oh. Die Fans. Wer ist bei mir? Das nächste Mal gebe ich es lieber ab. Fuck! Ich bin der Kopfballmeister! Ja, man sieht, wer den Kevin im Team hat. Ah, nein, das war doof. Yeah. Ah, Leute, ihr glaubt's mir nicht, das ist so anstrengend. Also, nachdem ich das Rollstuhlbasketball gemacht habe, da hätte ich Urlaub gebrauchen können. Du weißt gar nicht, wie anstrengend das gewesen ist. Soll ich dir mal was sagen, wer jetzt schon wieder Urlaub gemacht hat? Wer denn? Kilian. Und weißt du, was die größte Schweinerei ist? Ha? Der hat uns auch wieder was mitgebracht. Schau es dir mal selber an. Ich bin gespannt. Lass uns reinschauen. Ach. Das Ungeheuer von Loch Ness habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber egal. Ansonsten hält Schottland, was es verspricht. Wunderschöne Landschaften mit noch wunderschönerem Wetter. Mein Kumpel Stefan und ich sind zusammen mit einer Reisegruppe hierher gekommen, um das Beste an Schottland kennenzulernen. Whisky. Doch das Land im Norden Großbritanniens hat tatsächlich viel mehr zu bieten. Zum Beispiel die Hauptstadt Edinburgh mit ihrer Kathedrale, der Burg und einer ganz berühmten Autorin. Das da hinter mir ist das Elephant House. Joanne K. Rowling hat ja ihren ersten Harry Potter Roman als mittellose Frau in einem Café auf Servietten geschrieben, wenn man den Legenden glauben mag. Und das ist genau dieses Café. Abseits des Großstadtlärms steht Schottland vor allem für viel Ruhe und Entspannung. Die Insel Iona liegt im Süden des Landes. Hier gibt es Schafe, ein altes Kloster, Schmuddelwetter, Muscheln und eigentlich wenige Autos. Eigentlich. Ich kann es nicht glauben, aber dieses Auto. Ja, dieses Auto fährt gerade vorbei, ja. Dieser LKW ist eine Bank. Zur Beruhigung brauchen wir dann erstmal eine Verschnaufpause. Together,
Die Schotten sind offen, locker und sehr herzlich. Das steckt an. Ein Stück Schottland nehmen wir auf jeden Fall mit von hier. Und auch für Kim und Kevin habe ich etwas dabei. Ja, danke, Kilian. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir vorher noch die Beine rasiert. Ganz schön kalt, um ehrlich zu sein. Ein bisschen frisch, ja? Ja, aber ich habe jetzt mal was gemacht, das war noch kälter. Kälter als mein Herz? Ja. Okay, ich bin gespannt. Wenn eine neue Eiszeit droht, erscheinen selbst die kältesten Orte der Erde wie ein warmes Bier. Doch es gibt eine Frau, die sich dem entgegenstellt. Kim Denise Hansmann wagt das Extremexperiment. Ganzkörper-Kältetherapie. Kann man da drin ohnmächtig werden? Ich schaff sowas eigentlich. Sieht ja so witzig aus. Hallo. Grüß dich. Hi. Sehr schön. Schmuck hast du soweit abgelegt? Alles ab. Okay, Sockenschuh hast du auch an? Ja. Jawohl, sehr schön. Dann bitte einmal in den Steigen. Oh, das ist aber auch mühsam. Aber Achtung, die Tür zu. Ja. Es hat mich gefreut, mit euch zu arbeiten. Sollte ich das hier nicht überleben, irgendwann werde ich meinen Job machen. Oh Gott. Boah. Genau oben nehmen. Oh Jesus, ist das kalt. Wir haben eine trockene Kälte. Die Kabine wird auf bis zu minus 160 Grad heruntergekühlt. Der Stickstoff wird dann alle 30 Sekunden in die Kabine reingeführt. Oh, ist das kalt. Wie ist das, wenn ich vorher abbrechen möchte? Ich würde dich bitten, ein bisschen mehr zu bewegen. Wieso? Ist das wichtig? Genau, bewegen, Kopf hoch. Man darf den Stickstoff nicht einatmen. Das kann halt zu Schwindel führen, Kopfschmerzen. Oh. Wie lange muss ich noch? Wir haben von Schmerzpatienten bis Leistungssportler, Immunsystem, Regeneration, diverse Hautbilderkrankungen, Stoffwechselprobleme oder dann auch, wie in diesem Fall, viele MS-Patienten. Wir möchten eigentlich dahin, dass wir Personen, die auf starken Medikamenten sind, vielleicht ohne Medikamente dann durchs Leben gehen können. Das ist ja unfassbar. Bitte weiterhin bewegen. Drehen. Ich glaube, meine Oberschenkel haben noch nie so krass gezittert. Oh. Man merkt das also so 5 bis 8 Minuten später nach der Behandlung. Man hat eine verbesserte Durchblutung. Man merkt das auch abends beim Schlaf teilweise. Man schläft besser. Kalt, sehr kalt. Oh, ich zitter richtig. Oh Gott, ich würde weiter, wie die zittern. Oh, es kribbelt einfach alles am ganzen Körper. Ich soll wieder auftauchen. Jetzt fühle ich gerade noch gar nichts. Das ist erst, wenn ich mich wieder angezogen habe, mich ein bisschen bewege, fühlt sich das an, als würde der ganze Körper neu auftauen. Das ist dann schön, aber da drinnen nicht so. Naja, gut, dass ich da nicht drin war. Als Mann wäre es bestimmt so kalt gewesen. Aber ich war jetzt immerhin mal nackt im Fernsehen, also RTL kann sich melden. Ich bin bereit für den Dschungel, ne? Du warst zwar nackt, aber ein bisschen deiner Haut war ja bedeckt. Ja. Und zwar geht's da um deine Tattoos. Und ich würde davon eigentlich gerne mal mehr sehen. Aber natürlich. Gehen wir mal rüber. Gehen wir mal rüber. Soll ich das mal irgendwie hinsetzen mit diesen Dingern? Ja, irgendwie so. Ganz vorsichtig. Wie machen Frauen? Hui. Ja, so. Oh, guck mal, da ist ja sogar das erste. Das ist das erste. Das beziehungsweise hast du mit deiner... mein drittes ist das ja insgesamt. Hast du dir mit deiner Freundin stechen lassen, wie ich sehe? Genau, mit meiner besten Freundin. Ja, cool. Und das bedeutet? Ja, der Anker steht eigentlich, dass wir uns immer aufeinander verlassen können. Weil wir wirklich sehr, sehr krasse Zeiten miteinander durch haben. Und das Karma ist einfach, ich glaube, wir schreiben uns 10.000 Mal am Tag, Karma, Bitch. Okay, dann ich habe auch ein bisschen Farbe unter der Haut, ja. Wie man ja teilweise sehen kann. Und zwar habe ich das nicht in Deutschland machen lassen, sondern das Tattoo, das ist in Japan entstanden. Das ist ein japanisches Studio gewesen. Welche Bedeutung steht dahinter? Die Sakura-Blüte steht für den Neuanfang, für den Frühling. Mhm. Und der Bambus steht für den Sommer. Und Frühling und Sommer beinhalten so meine Lieblingsjahreszeiten. Mhm. Eine Erinnerung an Japan, die werde ich nicht mehr vergessen. Und dann warst du schon wieder vor kurzem da, ja. Wie ich sehe. Jetzt kam noch ein Vogel dazu. Ja, ich meine, ich habe zwar selber einen Vogel, ne? Und jetzt dachte ich mir, knallst du dir nochmal einen auf den Arm. Das ist tatsächlich, erstmal ist der wunderschön gestochen worden. Und das Bleibe fromm und halte dich recht ist ein Teil des Konfirmationsspruches meines kürzlich verstorbenen Opas.
Allerdings beziehe ich den Spruch gar nicht auf meinen Opa, sondern weil der perfekt zu meiner Oma gepasst hat. Okay. Und ich ja schon das große Tattoo für meine Oma habe. Und seien wir mal ehrlich, ich habe noch so viel Platz, da muss was drauf. Okay. Es gibt auch Leute, die haben auch den Platz schlau genutzt. Ich habe dir mal ein paar Bilder mitgebracht. Ja. Die sind richtig gut geworden. Alter! Ich würde so gerne wissen, wie viel Kohle der dafür bekommen hat, ne? Ich würde so gerne wissen, ach, das sehen wir, wie viel Kohle er bezahlt hat für diese Rechnung. Also das hätte ich mir vielleicht auch tätowieren lassen, weil das musst du erst mal schaffen, bei McDonald's auszugeben. Das stimmt. Das ist noch gar nicht alles. Warte, es kommt, wird noch viel besser. Der Typ ist gegen das System. Oder das System. System. Oh. Ich habe auch mit dem System. Mhm. Das ist aber immer noch nicht die Krönung. Warte ab. Das! Alter Schwede. Finde ich persönlich mit am besten. Meine Frage ist wirklich, welcher Tätowierer sagt, ey Alter, voll geil, mach ich dir. Ach du, die haben doch auch Geld, eine gewisse Verantwortung. Gerade auch mit der Rechtschreibung und allem. Das verstehe ich nicht. Soll aber noch nicht alles gewesen sein. Das ist mein Highlight. Alter geil, Pinocchio. Und ich bin ganz gespannt, was passiert, wenn der Typ lügt. Ja. Definitiv. Ach du Scheiße. Alter Schwede. Ich glaube dann jetzt auch, das ist das Stichwort für die Werbung. Seit Generationen wird jeder Bierliebhaber nach dem gleichen bewährten Verfahren hergestellt. Mindestens 16 Jahre muss er reifen und dabei einen aufwendigen Verfeinerungsprozess durchlaufen. Anschließend muss er ganz langsam seinen eigenen, unverkennbaren Geschmack entwickeln. Und erst nach einer strengen Qualitätskontrolle kann er einem warmen Bier serviert werden. Irgendwann ist man bereit für warmes Bier, gebraut ohne den Anspruch, das Beste zu sein. Warmes Bier, das Geschmacklose unter den Bieren. Tja, Kim, ich habe ja gehört, dass du mir auch fremdgegangen bist. Was war denn da mit Kika? Ich dir fremdgegangen? Ja, Schnubi, im Join. Nee, pass mal auf, da ist ein himmelweiter Unterschied zwischen. Du hast dich hier hochgeschlafen, ansonsten kann ich mir eh nicht erklären, was du hier zu suchen hast. Mich wollen die Medien, weil sie wissen, was sie an mir haben. I hope you see me. Hallo meine Lieben, wenn ihr euch fragt, was will die Alte jetzt schon wieder? Ich nehme euch heute mit nach Erfurt, denn ich wurde eingeladen zum Kika Kummerkasten. Wir sind jetzt eingetroffen, scheitern aber gerade an dem ersten Problem. Man lässt uns einfach nicht durchs Tor. Ich hab's geschafft, ich bin bei Kika. Ich scheiß mir auch gleich in die Hose, ich bin super nervös. Ich hoffe wirklich, ich krieg das heute Abend hin. Aber naja, zur Not habe ich ja immer noch Joy. Herzlich willkommen, Kim. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke, freut mich. Ich freue mich auch sehr. Ich bin aber auch ein bisschen nervös, muss ich sagen. Warum? Ich bin ja ein offener Mensch und habe irgendwie gegen nichts was und alles. Aber ich bin so ein bisschen verunsichert, wie viele andere Nichtbehinderte, glaube ich, auch. Woran liegt das? Das muss ich dich fragen. Warum habt ihr so Berührungsängste mit uns? Inklusion bedeutet für mich letztendlich, dass jeder gleich viel wert ist. Einfach uns wie einen normalen Menschen behandeln und genauso offen auf uns drauf zugehen wie andere auch. Ich schreib das auch einfach mal drauf, oder? Das nervt uns Mitleid. Dieses zu hätschel-tätschel, als wäre man ein rohes Ei. Ich glaube, man muss ja mal auch beachten, die Frage sich stellen, möchte man selbst bemitleidet genau werden, das wenn, ist du, es. Wenn du jetzt krank bist, Grippe hast, im Bett liegst, möchtest du dann bemitleidet werden? Außer wahrscheinlich. Das ist ein Männerschnupfen. Okay. Hallo. 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 Schön, dass Sie hier seid. Also ich habe die Krankheit spinale Muskelatrophie. Anne ist 12 und hat noch eine Frage an dich, speziell Kim. Ob du es schlimm findest, wenn Leute behindert als Schimpfwort verwenden? Bei mir persönlich jetzt nicht so. Bei meiner Mutter, die eine offensichtliche Behinderung hat, habe ich es als wesentlich schlimmer empfunden. Wir haben nämlich auch gerade Fragen von einem Kevin. Er ist 15 und fragt, warum wird hier Kevin als Beleidigung angesehen? Ein anderer Kevin, 12 Jahre alt, fragt auch, heißt das, weil ich Kevin heiße, bin ich behindert? Kim, kannst du das mal kurz richtig stellen? Um Gottes Willen, nein. Das ist einfach...
finde einfach in jeder Generation gibt es, glaube ich, so einen Namen, der dafür benutzt wird. Früher war es auch, du bist voll der Horst. Ich sage dazu auch, mein Papa heißt selber Horst. Ich habe auch oft genug zu ihm gesagt, du bist voll der Horst. Egal, ob ihr Horst oder Kevin oder wie auch immer heißt, Vornamen sind nie als Beleidigung gemeint. Wir sind eigentlich schon mittendrin in unserer Schlussrunde gewesen. Ihr habt alle schon tolle Sachen gesagt. Kim, du hast für mich eigentlich jetzt auch nochmal das letzte Wort. Ja, ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr euch und auch an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und letztendlich möchte ich allen nur auf den Weg geben, geht mit einem offenen Mundwerk auf die Leute hinzu. Wir beißen nicht. Sprecht uns drauf an. Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Kimmilein, was war denn das eben gerade mit den Kevins, hä? Machst du mir jetzt einen Vorwurf? Sieh das doch mal positiv. Ich habe in einer Live-Sendung dich gezielt angesprochen. Das war nur für dich. Na, ganz toll. Weil ich dich so sehr mag. Ja, hast ja auch ein tolles Feedback bekommen, oder? Ja, ich konnte mich ja gut retten, ne? Hey. Was machst du denn hier? Ich wollte gerade sagen, bleib, kommt hier jetzt jeder rein, ruhig, oder was? Habe ich dir nicht gesagt, bau die Klingel an oder mach ein anderes Schloss dran? Ich habe die Tür zugemacht. Kim, weißt du noch, damals, als du die ganz schlechten Witze für uns hattest, für den André und mich? Wie nennt man behinderte Flamingos? Flamongos. Jetzt kommen gute Witze. Hallo und herzlich willkommen von mir zur Kim vs. Kev Challenge und Basti. Es ist angerichtet. Basti und Bautz haben Witze vorbereitet. Leider kann Bautz heute selber nicht dabei sein. Wir schicken ganz liebe Grüße. Aber zurück zum Geschehen am Tisch. Endlich gibt es mal was mit Niveau hier. Und schon rollt der Spaß Express. Alle einsteigen bitte. Beim Arzt. Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen. Ja, aber warum denn nicht? Ja, ich bin blind. Na gut, dann greife ich noch eine Schublade tiefer. So. Was ist der Rekord im Weitsprung der Lebrakranken? 6 Quadratmeter. Na also, geht doch. Ja, Kohlensäure aus der Nase. Kohlensäure aus der Nase. Ihr habt jetzt schon meinen Pullover nass gemacht. Danke. Ja, eigentlich ist das auch hier ein Wet-T-Shirt-Contest, aber das haben wir Kim so natürlich nicht gesagt. Okay, weiter geht's. Nächste Runde im Spaß-Express. Alle einsteigen. Los geht's. Eine hübsche, attraktive, tolle Fee, nennen wir sie Kim, erscheint und sagt, du hast 3 Wünsche frei. Mensch, Junge, lass mich doch mal wenigstens ausreden hier. So, haben wir es jetzt? Ja? Also, nochmal das Ganze. Eine hübsche, attraktive, tolle Fee, nennen wir sie Kim, erscheint und sagt, du hast 3 Wünsche frei. Der glückliche Mann, nach kurzem Überlegen, sagt, okay, liebe Fee, ich möchte gerne weise sein. Die Fee sagt, na gut, das ist zwar ein seltsamer Wunsch, aber ich erfülle ihn dir. Gib mir 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden erscheint die Fee nochmal und sagt, so, deine Eltern sind tot, was ist dein nächster Wunsch? Ja, Kim hat das Spiel offensichtlich nicht verstanden. Statt zu spucken, schluckt sie wieder. Naja, muss sie wissen. Ich möchte weise sein. Oh, es tropft auf mein Röckchen. Hallo, mir tropft's durchs Röckchen, Kollege. Auch nochmal danke an Kilian. Feiner Zug mit den Röcken. Das macht sich hier natürlich bezahlt. Und das wird aber spannend, das richtig. Der Schlimmste, den habe ich selber rausgesucht. Die eigenen Witze sind doch immer die besten. Hier kommt übrigens mein Lieblingswitz. 2 Typen in der Kneipe unterhalten sich. Sagt der eine, du, ich spiele jetzt im Quartett. Ja, und, wie viel seid ihr? Ja, 3. Ja, wer denn? Ja, mein Bruder und ich. Du hast einen Bruder? Nö. Naja, nichts für die 3. Ich sehe schon, dann lieber eine Nummer primitiver. Mein Hobby ist Kicken. Aber leider habe ich Sprachkehler. Das sieht doch schon besser aus. Fast hätte ich euch gehabt. Also jetzt noch primitiver. Ich wollte ein Bordell für Rollstuhlfahrer aufmachen. Aber der Slogan Spritzen im Sitzen kam nicht so gut an. Es sind dann doch eher die intellektuellen Witze, die ihr zünden. Naja, bei der Expertenrunde kein Wunder. Du hast mir auf die Brille gespuckt, Alter. Ich hab dir auf die Brille gespritzt. Ja. Schlage ich meiner Mutter demnächst mal vor, ne? Dass ich hier auf die Brille spritze? Nein.
Kommen da jetzt noch welche? Ja, da kommen noch welche. Aber ein bisschen mehr Niveau, bitte. Ja, Kim Duckface, es geht schon weiter. Sagt ein Stotterer zu einem mit einer Glatze? Was zahlst du? Beim Friseur? Sagt der mit der Glatze, nicht so viel wie du für ein Ortsgespräch. Also der war nun wirklich flach, aber es reicht, um Kevin zum Spucken zu bringen. Hier nochmal die Slow Motion. Ein Fest für die Sinne. Und da läuft die ganze Suppe schon aus. Es ist ja wie im Altersheim hier. Was macht ein Lebra-Kranker beim Fußball? Faulen. Ja, Kevin behält es tatsächlich diesmal im Mund, aber einen habe ich noch. Hab meiner Freundin den Rollstuhl geklaut. Aber ratet mal, wer gleich wieder angekrochen kam. Ah, da ist die Suppe schon wieder. Schön gespuckt zum Abschluss. Weißt du, wie lange ich das schon in meinem Mund habe? That's what she said. Also, ein Verlierer steht eindeutig fest. Kevin, der sonst auch die Schnauze nicht halten kann, hat hier eindeutig die größte Pfütze hinterlassen. Kim wird das später alles noch wegputzen müssen. Darauf ein kräftiges MeToo. Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Schömenö! Ich finde gar nicht. Kim, hol mir ein Bier! Guckst du mal bitte, was du hier für eine Sauerei gemacht hast? Das war ich nicht alleine. Das war er auch. Nein. Jetzt mit dem Finger auf andere zeigen bringt dir auch nichts. Nicht mal den Anstand haben, jetzt aufzustehen und einen scheiß Lappen zu holen und deine Sauerei hier wegzumachen. Nee, du brauchst jetzt gar nicht mit mir zu diskutieren. Du gehst jetzt auf dein Zimmer und ich höre bis nächste Woche kein Sterbenswörtchen von dir. Geh in dein Zimmer! Sei nicht so frech, mein Freund. So, da er jetzt weg ist, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Ansonsten, ja, der Kevin muss jetzt leider ins Bett. Der war umgezogen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Folgt uns aber auf Instagram, Twitter, Facebook, allem möglichen Scheiß. Wir sind überall und bis zum nächsten Mal. Join us!